Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was für seltsame Zeiten, die uns nun schon ein Jahr begleiten. Früher hier an dieser Stelle freute ich mich auf die Schnelle über die Vielzahl der Gäste, was ich besonders löblich fand, weil die kurze Nacht nach dem Karnevalsfeste euch stets deutlich im Gesichte stand. Nun ist das Fest ausgefallen, doch ich hoffe plötzlich mit uns allen, dass weniger kommen als in den letzten Jahren, damit es möglich bleibt, den Abstand zu wahren, damit nicht noch etwas passiert und sich gar einer infiziert. Aus Vorsicht ist mancher von euch Liebenden wohl auch zu Hause geblieben. Außerdem sind heute nur -2 Grad Raumtemperatur. Da heißt es dreimal überlegen, sich zur Kirche zu bewegen. So mancher wird dann lieber sagen, ich ziehe die Füße unters Laken und gönn mir in der warmen Stube die Narrenpredigt auf YouTube. Tja, auch das gibt's dieses Mal. Predigt analog und zugleich digital. Für euch Mutige in der Kirche der Kalten versuche ich es trotzdem kurz zu halten. Zu lang euch zwingen wäre gemein und ich will doch barmherzig sein. Barmherzigkeit, die große Losung, die über diesem Jahr besteht. Barmherzigkeit und Karneval, wie das denn wohl zusammengeht? Kommt doch gerade der Humor uns sonst so unbarmherzig vor. Für jeden Fehler, den man macht, wird man von jemand ausgelacht. Und mancher scheint darum zu glauben, sich niemals Fehler zu erlauben. Und wenn, dann sie gekonnt verschweigen und ja bloß keinem aufzuzeigen, nur wer perfekt wird nicht geneckt. So bringt man sich um den Verstand und hat Humor total verkannt. Denn, das wissen alle Narren, wir alle sind Menschen, wir sind die Schwachen. Und wollen wir auch Stärke zeigen, tun wir doch genug vergeigen. Das macht zwar Frust, doch ist uns bewusst, das Leben wird unangenehm, wenn ich mich selbst zu ernst nehme. Essentiell zum Humor gehört sie, die Portion Selbstironie. Es zählt zu Gottes schönsten Gaben, das Lachen, denn es macht uns reich. Wir Menschen dürfen Freude haben und Freude geben auch zugleich. Es ist nicht jedes Menschen Sache, zum Karneval als Narr zu gehen, doch dass der Mensch auch gern mal lache, wird sicher jedermann verstehen. Es haben schon die Missionare vor 1000 Jahren hier erkannt, die Botschaft ist nur dann das Wahre, wenn sie von Freude ist umspannt. Das Evangelium, wörtlich übersetzt, bedeutet schließlich frohe Kunde. Und aus dem Grunde will ich jetzt die Freude des Herrn in unserer Runde. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, lehrt uns in der Bibel der Herr Jesus Christ. So mancher schreit, die Welt ist schlecht und Gott ist furchtbar ungerecht. Doch Jesus sagt in großer Grund, dass Gott so ist, hat seinen Grund. Wäre er gerecht, gäbe jedem das, was er verdient, das wäre kein Spaß. Meist dünken sich die Menschen Kind viel besser, als sie wirklich sind. Doch Gott meint, Strafen wäre schade, ich lass vor Recht ergehen die Gnade. Drum rät der Herr, in unserem Leben auch unserem Nächsten zu vergeben. Damit es besser zu begreifen ist, lässt Jesus noch ein Gleichnis hören. Um Splitter geht es und um Balken, die uns in unseren Augen stören. Fast jeder kennt's, doch fragt man ein, wer trägt im Gleichnis welches Holz? In seinem Aug, groß oder klein? Heißt es, der Bruder hat den Balken, bitte, und in meinem steckt der Splitter. Doch andersrum steht's in der Schrift. Tja, was uns Menschen anbetrifft, so ist ein jedes Menschenkind nur für die eigenen Fehler blind. Auch wenn ich's mir nicht eingestehe, dass ich den Balken meist nicht sehe. Tja, bei so manchem armen Tropf wird draus ein ganzes Brett vorm Kopf, was seine Sicht so sehr beschränkt, dass er nur an die anderen denkt,
deren Splitter, die ihn stören, weil die da nicht hingehören. So denk ich noch, ich täte Gutes, wenn ich dem Nächsten frohen Mutes meine eigene Sicht der Dinge aufzwinge. Ich halte mich für seinen Segen und kann furchtbar mich erregen, wenn er, statt mir reich zu danken und zu folgen meinen guten Raten, er meist noch anfängt rumzuzanken und weitermacht mit eigenen Taten. Gut gemeint ist, wie es scheint, das Gegenteil von gut gemacht. Wer hätte das gedacht? Ich will euch dazu eine Geschichte von einem Paar aus Niemek berichten. Im winterlichen Bilde erscheinen uns heute Heinz und Hilde. Auch Heinzes Blick beginnt zu trüben, denn er kommt gerade vom Schneeschieben. Da er muss die Anliegerpflichten bei 12 Grad unter Null verrichten. Und so wird auch nicht lang gesäumt, der Gehweg täglich freigeräumt. Denn beide wollen schließlich nicht, dass einer fällt und sich was bricht. Doch als er nun das Haus betritt, da macht die Brille nicht so mit. Ein jedes Glas sogleich beschlägt, was Heinz jedoch mit Fassung trägt. Die Hilde ruft: Ist das nicht schön, dass wir doch noch den Winter sehen? Wer hätte gedacht, dass Wintersport mal möglich wird bei uns im Ort, nachdem der Urlaub, wie so viel, doch dem Lockdown zum Opfer fiel? Es ist ein Wunder, das geschieht. Niemek wird zum Skigebiet. Heinz, der gerade seine Brille putzt, entgeht darauf sehr verdutzt. Das ist doch großer Mist. Jetzt red nicht noch den Lockdown schön. Was das für ein Riesenunfug ist, das kann doch wohl ein Blinder sehen. Das tue ich doch auf keinen Fall. Das Theater ist immer noch dicht. Es gibt keinen Rentnerkarneval. Und sogar zum Friseur gehen kann ich nicht. Da habt ihr Frauen es mit euren Haaren noch gut. Ich sehe aus wie der Lindenberg, nur ohne Hut. Man wird gezwungen zu versauern und keiner weiß, wie lang wird's dauern. Für Heinz ist klar, die Pandemie ist nur eine große Hysterie. Vielleicht sogar eine Verschwörung zwischen der Bundesregierung und der großen Industrie. Gegen uns die Kleinen, man weiß doch nie. Hilde sieht's anders. Mit den Viren lässt sich schließlich nicht diskutieren. Und als Heinz im August zur Demo wollte, ließ Hilde ihn einfach nicht fahren, wegen seiner Herz-OP vor ein paar Jahren, worüber Heinz dann doch sehr grollte. Seit einem Jahr schon sind die beiden jetzt immer häufiger am Streiten. Für Heinz begann der Ruhestand leider nicht, dass er nun Ruhe fand, denn statt zu reisen oder wandern, hocken sie nun aufeinander. Bei Michaela hat die Kneipe dicht, auch Hildes Turngruppe trifft sich nicht. Weihnachten und Geburtstag ohne Feier, von den Kindern stets die gleiche Leier. Ihr seid uns beide echt nicht Schnuppe, doch ihr gehört zur Risikogruppe. Drum kommt kein Kind und auch kein Enkel und die beiden gehen sich auf den Senkel. Sie merken es an den kleinen Dingen, die sie auf die Palme bringen. Denn jedem ist was anderes wichtig und nur wie ich's mache, ist es richtig. Obwohl die beiden sich noch lieben, halten sie es für übertrieben des jeweils anderen Reaktionen. Die eigene hingegen schon. Was hat im Kühlschrank welchen Platz? Wer beendet des anderen Satz? Wer schnarcht? Und wer hat keine Ruhe, wer macht die Türen nicht richtig zu, wer tut zu laut, die Türen knallen. Heinz, die Wurst ist schon verfallen, hast du nicht aufs Datum geguckt? Worauf der Heinz ganz wütend zuckt. Es ist doch Pflicht zum Einkaufswagen, noch stets die blöde Maske tragen. Da beschlägt die Brille gleich, ich taste mich da nur zum Fleisch. Zahlen lassen sich so nicht erkennen. Heinz, lass es uns beim Namen nennen. Es ist so, dass deine Augen schon länger nicht mehr richtig taugen. Du solltest zur Augenärztin gehen. Das sagt die Richtige bitte schön. Die denkt, dass ihre Eitelkeit vom Brilletragen sie befreit. Getrübt ist beider Augenlicht. Und fehlt's auch beiden an Einsicht. Heinz, die ewige Klugscheißerei, die brachte dir dein Vater bei.
Mit dem gab es auch stets so ein Theater. Das ist die Art von deinem Vater. Ich will ja nicht nochmal klug scheißen, doch muss es deines Vaters heißen. Denn bei so gewichtigen Grammatikfehlern muss ich berichtigen. Und hier wäre richtig Genitiv, worauf Heinz auf dem Sofa schlief. Nun liegt er mit offenen Augen da und denkt an seinen Herrn Papa. Eins wollte er doch nur auf Erden niemals so wie sein Vater werden. Schon um die Haare, Gott bewahre. Was hat er früher für eine Matte? Jetzt hat er wie er eine Platte. Heinz denkt zurück, obwohl es ihm graut, wie sie zusammen das Haus gebaut. Was war sein Vater damals stolz, als er besorgt hatte das Holz? Handwerker müssen doch nicht sein, das schaffen wir doch ganz allein. So bauten sie allein das ganze Haus und es sieht auch entsprechend aus. Manchmal fragt der Elektriker erregt, wer hat die Leitungen so verlegt? So war Papa stets drauf gepocht, dass er genau weiß, was er tut. Und trotzdem hat Heinz ihn gemocht, trotz der gelegentlichen Wut. Bei Hilde und ihrem Vater war es schlimmer. Heinz erinnert sich, wie sie immer erzählte, was für ein Tyrann er sein kann, der schnell mal, wenn sie nicht aufpasst, sich vergaß. Wenn Hilde und ihre Schwestern nicht parierten oder ihn gar kritisierten, dann kam schnell im hohen Bogen seine Hinterhand geflogen. Und trotzdem, als sie ihn nicht mehr besuchen durfte, war es schwer. Wegen Corona ließ das Pflegeheim plötzlich keine Besucher mehr rein. Und Hilde hat die ganze Nacht heulend an Heinzens Schulter verbracht. Jetzt überkommt Heinz ein Schauer. Doch als er genauer drüber nachdenkt, merkt er schon bald, es ist wirklich kalt. Da kommt auch schon Hilde aus ihrem Quartier und sagt zu ihm zitternd, Heinz, ich friere. Das tust du doch immer, gibt Heinz ihr zurück und erntet dafür einen eisigen Blick. Er fasst einen Radiator an und stellt dann fest, im ganzen Haus ist die Heizung aus. Das Telefon sagt Hilde schnell, los, wir holen gleich Marcel. Nichts da, sagt Heinz, wer doch gelacht, das kriege ich auch noch selbst gemacht. Schließlich haben damals mein Vater und ich das ganze Haus selbst gebaut, erinnerst du dich? Hilde will ihn noch aufhalten, da läuft er auch schon in den Keller hinab. Plötzlich gibt's einen Ton. Ein Dong, ein Knirsch, ein Au und ein Mist. Und Hilde läuft schnell, um zu sehen, was da ist. Da liegt er am Boden und krümmt sich, der Gatte, weil er gerade einen Unfall hatte. Mit der Stirn war er gegen den Balken gerannt und hält sich sein Auge jetzt zu mit der Hand. Er ruft noch, welcher Blödmann baut Balken in dieser Höhe an? Da wird ihm klar, dass er es selber war. Hilde hilft ihm noch hoch ein Stück und bringt ihn wieder zum Sofa zurück. Nach einem Weilchen kühlt mit einem Lappen er sein Pfeilchen. Ach Hilde, trotz des Balkens im Auge kann ich eins deutlich sehen. Es ist furchtbar schwer, eigene Fehler einzugestehen. Hilde lächelt ganz irritiert. Was ist denn mit meinem Heinz passiert? Nur wegen dem Balken, gegen den er lief? Wegen des Balkens, Hilde. Genitiv. Ihr Lieben, genießt das Schöne, pflegt das Lachen. Vertraut auf Christus, unser Licht, bewahrt den Mut bei schweren Sachen mit Glauben, Humor und Zuversicht. So mögen wir für Christus streiten und dienen mit Humor und Schwung. Der Herr uns möge stets begleiten beim Lachen als Verkündigung. Der Vater, unser Schutz und Hüter und unser Licht und Freudenstern, bewahre unsere Gemüter in Christus Jesus, unserem Herrn.